Aufmerksamkeitsgeil, aber kamerascheu ist halt echt so. Jetzt machen wir die Diele hier auf. Hoffe ich. Höre es nicht an. Okay, genau das werden wir tun. Erstmal Kassette anhören. Okay, gut. Jetzt haben wir noch zwei oder drei verschlossene Räume vor uns nach der Kassette. Oh oh. Da war wieder die Statue. Possessed by a wicked entity is signified by a loss of control over the body, mind and the soul. Warte mal, das haben wir uns schon angehört. Die wollen wir uns anhören. That is often not enough for the entity. It hungers for... Kann ich das abbrechen? Ja. Ich verstehe es nicht. Er hat in der Küche den Song geschrieben. Ja, und weiter? Was soll mir das jetzt sagen? Ist irgendeine Tür hier aufgegangen, zufällig? Warte mal, das Klo, können wir das jetzt eigentlich aufsprechen? Der Stange? Oder ist die weg? Ach ne, die Stange ist weg. Okay, schade. Ne, hier ist sie. Geht aber nicht, schade. So, er hat in der Küche den Song geschrieben. Ja, und dann? Lunis. Wieder in den Raum, wo du den roten Schlüssel gefunden hast. Dort kannst du die Bretter entfernen und dann in den ersten Raum, wo der Stuhl mit den Katzen steht. Wieder in den Raum, wo du den roten Schlüssel gefunden hast. Die Statue ist wieder da. Also wieder zu der Oma. Warte mal, wo war Oma Raum? Piss dich doch einfach, Alter, ohne Witz. Ach ja, hier. Hier ist eine Diele, stimmt.
in her diary? God, my eyes burn. God, I need to get out of this fucking house. Was ist denn das? Ist ein Mund? Ist das eine Vagina? Was soll denn das darstellen? Ich erkenn's nicht. Okay, keine Ahnung. Ersten Raum mit Kerzen. Wir hatten einen Raum mit Kerzen? Ich kann mich gerade gar nicht dran erinnern. Wo waren hier Raum mit Kerzen? Oh! Where did these come from? I don't have any room for that. Aber hab ich keinen Platz, willst du mich gerade verarschen? Change. A body exchange ritual? Das ist ein Auge, oder? Ich hab keine Ahnung. I need to put an end to this. Okay. Den Schädel wahrscheinlich. Den Ring. Dann öffnen wir hier hinten erstmal die Tür. This is from Grandma's diary. Ich hasse es, wenn Albert die Nacht durcharbeitet. Sobald es dunkel wird, ist es so, als ob die Welt Kopf stehen würde. Das sind knarzende Geräusche überall im Haus. Und das Haus. Ich weiß, dass meine Sehkraft immer nachlässt, aber gestern habe ich mich in meinem eigenen Haus gehört. Und das nicht wegen meiner Sehkraft. Die Räume bewegen sich umher. Ich konnte nicht einmal mehr mein eigenes Schlafzimmer finden. Wir sind hier nicht mehr sicher. Nicht mehr. Nicht, wenn dieses Ding mitten unter uns lebt. Albert war wütend auf mich, weil ich überall im Haus Kerzen angezündet habe. Aber ich habe das Gefühl, dass das Licht uns beschützt. Okay. Freut mich für dich. Die Tür ist zu. Dankeschön dafür. Hä? Das ist nicht use. Doch, warte mal. Wie mache ich das Ding an? Achso, hier gibt es nochmal Sicherung. Oh, hier, damit können wir auf jeden Fall ein paar Schränke öffnen. Das, hoch, runter. Ups. Runter, 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 hoch, hoch, runter. So. Was können wir hier reinhalten? Wahrscheinlich noch nichts. Wir gehen jetzt mit dem Bolzenschneider erstmal hier wieder raus. Gehen in die Küche. Öffnen den einen Schrank. So, Nummer 1. Wo war die zweite Kette? Es gab irgendwo noch eine Kette, die wir auch noch nicht geöffnet haben. Okay, hier finden wir zum Beispiel nur eine Scheiß. Bild, was uns nicht interessiert. Wo war die zweite Kette? Irgendwas konnte man noch mit dem Bolzenschneider öffnen. Ich weiß noch gerade echt nicht mehr was. Ach ja, das Klo. Das Klo wollen wir öffnen. So, ups. Na, bleib offen.
many times do I have to tell you there's nobody in this house? Al. I'm done with your bullshit. Was ist das? Ist das ein Klostein? Listen to me. Just a book. A fucking book, Elizabeth. See? There's no one here. It doesn't exist. It's not real, goddammit. I know. Everything that's happening to me has something to do with it. I just know it. It's a disease, Elizabeth. You are sick, for the Lord's sake. I'm not sick. You'll end up losing your mind if you don't cut the crap. That book has nothing to do with your illness. I wish you stopped acting like a child. Stop hiding our stuff and take your goddamn pills. Jeez. Do you think it's normal? Do you think pupils vanish like dust? I'm telling you that fucking thing is what's causing enough, this for me. Enough, Elizabeth. Stop acting like a 10-year-old and go to bed. Albert. Everything started the day we brought that fucking book to this house. It's a disease, Elizabeth. If you don't believe me, I will leave this place. I'm done. And I'm taking Johnny with me. We are not staying here. Wait a minute. This is too much. You're paranoid, Ellie. It's 4 a.m., Elizabeth. Go back to bed before we wake up Johnny. Come on. We can talk about this. You're gonna regret this. You'll end up all alone. Just you and your stupid fucking clock. Okay. Mal ein bisschen Background-Story gehört. Die haben sich halt drüber gestritten. Ich möchte nicht aufmachen. Ich will nicht aufmachen. Okay, eine Box, cool. Hör auf damit. Die geben mir jetzt auch so eine Statue. Gehe ich mal davon aus. Aber dann fehlt ja immer noch was. Ich bin hart verwirrt. Hey, Kevin! Okay, die können wir doch nicht ergeben. Wie geht's? Wie steht's? Was machst du Schönes? Danke für den Raid von 7 Leuten und moin moin an alle. Wir sind hier gerade ein Horrorstream an Madison dran. Mir wurde gesagt, wir sind kurz vorm Ende. Ich weiß es nicht. Ich habe mir schon ordentlich eingeschissen heute. Schnappt euch ein Bier. Chillt euch gerne dazu. Rechnet damit, dass ich wieder laut rumschreien werde. Jetzt habt ihr Schönes gespielt. Just Chatting. Was war euer Themenbereich heute? Was habt ihr Schönes gemacht? Uwe, willst du hören? Ich weiß nicht, ob ich es kann. Gestern war es echt mager. Gestern hat die Stimme versagt. Oh, Daddy. Daddy funktioniert. Uwe. Ja, ist immer noch ein bisschen kläglich. Die Tage davor war es ein bisschen besser. Hey, Diana. Moin, moin. Oder schönen guten Abend, besser gesagt. Ich bin gerade ein bisschen lost. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir haben jetzt so einen coolen Boxstein. Was auch immer. Ganz viel dummes Geschwätz gab's. Das ist schön. Dummes Geschwätz ist immer gut. Kann man immer gebrauchen. Bei mir gab's eher viel dummes Geschrei und Geweine, weil ich nicht mehr möchte und eigentlich aufhören will. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe mir so hart in die Hose gekackt. Wirklich. Ich habe keinen Bock mehr. Mondbox an der Säge. Ah, stimmt. Ich kann die ja an der Säge öffnen. True. Die Säge war im Keller. Ja, im Keller. Aufhören niemals. Nee, ich muss es ja hier noch irgendwie durchbringen, ne? Das nützt ja nichts. Aber ich muss sagen, Madison ist ein cooles Spiel. Also, trotz dessen, dass die Jumpscares im Vergleich zu anderen Horror-Games relativ wenig sind, ist die Atmosphäre sehr geil aufgebaut und doch, das bockt schon extrem. Nee, warte mal, Keller war's. Scheiße, wo waren die Säge? Keller war nicht die Säge.
Man merkt, dass ich jetzt halt mittlerweile schon 4 Stunden Horror hinter mir habe. Wo zum Henker ist die Säge? Ich dachte, die... Ach, nee, ich weiß wo. Die war doch hier oben im ersten Raum. Da, wo die Tür verschlossen ist, ne? Ganz am Anfang. Ganz am Anfang, wo man die 2 Schlüssel brauchte. Hier ist die Säge. Hoffe ich. Denke ich. Oder? Das klingt nach einer Säge. Kann man nicht benutzen, Paul. So, die Boxen. Warte mal. Ja, true. Die können wir auch noch öffnen. So, jetzt haben wir die Box. Was haben wir hier drin? Es müssen Madisons Opfer sein. Okay. Cool. Was bringt uns das? Können wir die Karten hier irgendwo ablegen? Falscher Raum. Können wir das hier irgendwie euch in die Schalen legen? Ja, können wir tatsächlich, oder? Oder kann ich hier irgendwas... Oh. Oh, okay, die findet das jetzt nicht so schön. Ja, gut. Findest du das hier schön? Oh, ich glaube, ich hab's. Die weint auch. Okay, die weinen alle. Das finde ich schade, dass ihr weint. Und jetzt? Bisschen Angst. Menschliche Asche. 2 Körper, ein Gast, ein Wirt. 7 Opfer. Sentimentales Objekt. Körperaustauschritual. So, das heißt, sie müssen jetzt noch die Tür öffnen. Muss die 4 Zahlen finden, die diese Tür aufschließen. Die müssen doch irgendwo sein. Warte mal. 4 Zahlen. Diese Tür aufschließen. Wo sind die 4 Zahlen gewesen? Ich will einfach nur nicht mehr sterben. Ich habe keine Lust mehr zu sterben. Jetzt soll ich das Geweih fotografieren. Wie kommt man da drauf? Das Geweih habe ich ganz am Anfang fotografiert und es hat nichts gebracht. Wie kommt man da drauf, dass ich jetzt das Geweih fotografiere? Zumal man gar nichts sieht. Jetzt das Geweih an der Wand über den Fernseher fotografieren, habe ich gemacht. Aber man sieht ja nichts. Jeez. Das ändert aber nichts an der Tatsache. Das sieht man jetzt nicht sonderlich viel. Bist du dir sicher, Paul? Danke an den Spender, der mir Abo hier verschafft hat. Ich weiß nicht, ob die noch da sind, aber heute sind einige Abos geflogen. Ja, immer noch hier rein. Oder bist du dir sicher mit dem Geweih? Warte, da, wo die Statuen sind, müsste eine Kassette liegen. Oh, okay. Dann haben wir die übersehen. Stimmt, Kassette 3 fehlt ja. Die eine hieß ja nur, wie sollen sie uns nicht anhören. Aber Kassette 3 haben wir uns ja nie angehört.
true. Hier ist das Bild. Ist der Stuhl. Kassette. Kassette, Kassette. Wo haben wir eine Kassette? I've been looking for Kassette. But I don't find eine. Ah, hier. Okay. Dann spielen wir jetzt unsere wunderschöne Kassette ab. Spielen wir das Lied vom Tod. Stoppen sie mir ja schon ein paar Mal. Kassette Nummer 3. John, I must stress to you how dangerous these demons really are. I've witnessed a few exorcisms in my time. Not everyone lived to tell the tale. These beings are not alive, and that makes them stronger than us. They entertain themselves with us. They enjoy our fear, causing us pain. They feed off of it. It gives them power, gives them strength. When one of them becomes attached to one of us, it's all but impossible to stop. They play with our bodies and minds. Does this mean that? Until they find what they were looking for. That woman is attached to the camera? They're no longer human. Attached to me? They are beyond everything we know. John, I implore you. She's no longer human. Seek help. I'll investigate that woman you told me about. Madison Hale. And I'll get back to you as soon as I find something. Keep all of this information away from your son. Get rid of that camera as soon as you get this message, but please, please do be careful. If your child has already had contact with this entity, his life, yours, and your family's are in Mom. Jeopardy. Chanel. Okay, wir sollen die Kamera loswerden. What have I done? I need to find a way to end this. Fuck. Hör auf zu heulen, Junge. Lauf. Ist mir egal, ob es brennt. Lauf jetzt. Gib Gas. My body burns. Mir egal, ob dein Körper brennt. Du sollst rennen. Horns. Donner, Geweih. Geweih, los. Lauf zum Geweih. Gut. Ja gut, jetzt macht das auch Sinn wegen den Kakerlaken, ne? Jetzt erkennt man das mit dem Geweih auch. Drei. Okay, 3 ist dann wahrscheinlich die erste Zahl. No, no, no. No, not again. No. Fuck. I can't feel my fingers. What is happening to my body?